Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in der heutigen Folge. Muss ich mal schauen. Wollen wir hier die Taverne weiter oder den Leuchtturm? Ich tendiere zum Leuchtturm für diese Folge. Letzte Folge war hier so treppenlastig. Dass ich diesmal... Ach, ich kann nur nachts schlafen. Moment, ich habe den Sonnenuntergang ungefähr studiert. Ja, jetzt geht's. Hatte ja schon mal eine Folge damit verbracht, herauszufinden, wann ist der beste Moment hierfür. So. Ansonsten. Ich habe noch Knochen und so ein Gedönse. Das kann ich mal hier sammeln. Das ist unnötige Platzverschwendung. Oh, ich habe einen Cobblestone umsonst. Tue ich einfach mal hier mit reinwerfen. Vielleicht brennt es dann einfach nochmal mehr durch. Ist auch gut. Ansonsten brauche ich roten Farbstoff. Ich glaube, habe ich da gar keinen mehr? Habe ich auch nichts hier hinten? Ich dachte, ich habe auch hier hinten was. Habe ich gehofft. Mal schnell gucken gehen. Ich dachte 20 oder so. Nö, ich hätte wohl mal 20 gehabt. Das kann natürlich sein. Ich habe hier nochmal ein bisschen Wolle. Die kann ich mitnehmen. Nö, kein Farbstoff mehr. Dann ist das schon alles an Farbstoff, was ich hatte. Viel ist auch hier drauf gegangen für die Flaggen. Heißt ja, das ist zumindest ein richtiger Farbstreifen, Mister. Ja gut, dann ist es eben so. Dann gehe ich mal ein bisschen rote Farbe besorgen. Ich sehe da oben zwei Pflanzen. Da liegt auch gerade. Ob es Sinn macht, ist das symmetrisch? Ist das? Ich hätte hier so einen Erhöhungspunkt. Moment mal, Idee. Wie das Ganze vielleicht ein bisschen hübscher aussehen lässt. So. Tada. Könnte das hier noch zu Treppen machen, klar. Das wäre noch meine Idee. Das ist eine gute Idee. Schau ich mal schnell. Zwei Stück in Treppen. Hier links und eine rechts. Und das sieht doch nett aus. Also mir gefällt's. Kann man mal so stehen lassen. So, jetzt schaue ich mal kurz, dass ich hier noch ein bisschen rote Farbe ranbringe. Dann kann ich auch mal den Boden wahrscheinlich optimieren mit Schwimmen. So. Ah, schöne Schwimmanimation. Ich hatte die Hoffnung, dass hier drüben welche waren. Rote Pflanzen, rote Farbe. Ah ne, das sind hier nur die Bären, oder? Süßbären, die kann ich nicht zu... Ne. Kann ich, glaube ich, nur essen. Ah, mit rechts hier kann ich sie natürlich auch ernten. Ich habe sie kaputt gemacht. Ah. Ich tollpatsch. Gut, dann einmal hier die Richtung. So. Da oben sind ein Haufen rote Farben. Ah. Hätte ich auch da hingehen können. Ja, jetzt gehe ich schon hier rüber. Jetzt schaue ich mal hier rüber in den Wald. Da irgendwas zu holen gibt. Mit ein bisschen Glück. Ansonsten weiß ich ja immer noch, wo ich hin muss, aber es wäre jetzt nichts so spontan da. Die Süßbären kann ich, glaube ich, essen, oder? Ja. Aber ich kann sie auch anpflanzen. Ach, lustig. Geben die? Die geben eine ganze. Kann nicht hüpfen in der Süßbäre. Das ist normal. Tatsächlich. Kann nicht in Süßbären hüpfen. Ah. Ja, in dem Gras kann nichts. Okay, komisch. War mir neu. Ich schaue jetzt mal kurz hier rüber. Aber ich sehe hier auch keine roten Pflanzen. Sondern ist mein Huhn. Nee. Ist da irgendwo noch? Nee, ich finde überall keine Teile. Hier rüber schauen. Ich glaube nicht, dass die rote Farbe die einzige, die ich gesehen habe, jetzt die in der Nähe ist. Also da oben auf dem Berg, Hügel. Ah, aber hier ist nichts. Hier ist echt nichts. Da ist auch nichts. Ah, dann versuche ich es einfach mal darüber. Schau ich mal hier. So, da ist aber auch nicht. Was ist denn da drüben? Ist das ein Fliegenpilz? Ich glaube, das sind Fliegenpilze. Ja, das bringt mir nichts. Vielleicht dann noch im Birkenwald. Ja, mal schauen. Versuche ist es wert. Also ungefähr von wo ich gekommen bin. Ne? Von da links, ja. So, auch mal wieder willkommen an alle Neuen hier. An allen Neuen im Stream. Schau ich mal gerade, ist da irgendwas hier? Ich suche rote Farbe. Die einzige, die ich gefunden habe, war 10 Meter von meiner Haustür gefühlt entfernt. Und das ist auch anscheinend die einzigste. Ja, hier ist auch nichts. Nirgendwo rot, der Farbstoff. Ja gut, dann ist es eben so. Dann gehe ich halt wieder rüber.
Zu meiner Haustür. Jetzt schaue ich mal kurz, komme ich da. Ah. Immer noch komisch. Ah, da, da, da. Hier lang. Schau ich mal. Nee, hier ist auch nicht. Hier komme ich nur wieder zurück. Bin trotzdem verwundert. Irgendwie. Echt nirgendwo mehr, wo der Farbstoff ist, wie da, wo ich eh war. Ist zumindest nicht ersichtlich, so schnell auf die kurzen Meter. Ja, ich glaube, den weißen Streifen kann man von der Reihe auf 2 runter reduzieren. Sieht irgendwie nicht so cool aus beim Leuchtturm, aber es sieht cool aus, was da alles oben ist, so, ne, das ist... Also, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, das heißt ein paar Folgen, baue ich hier draußen Drachen aus diesem Bereich hier in der Mitte. Weil das wäre ja schon wieder cool, wenn das so ein Drache wäre irgendwie, der sich da so hingelegt hat, versteinert ist und obendrauf der Magierturm. Hm. Fände ich cool. So, aber ansonsten gehe ich mal da rüber. Da ist noch die ganze Geschichte von roten Farbstoff hoffentlich. Ich muss jetzt mal kurz rüberschwimmen. Und dann da hochschwimmen. Ja, das geht auch ganz gut. So, da kann ich einfach hoch, ja. Ah, hier war ich auch einmal, ich erinnere mich. Habe ich mal ausgeleuchtet, damit hier nicht die ganzen Skelette auf mich schießen. Das hatte echt Sinn gemacht. So, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ein bisschen schneller wie beim Wasser. So, hier ist da eine Quelle. Kommt denn das Wasser her? Ah, komisch, okay. Da lang, da lang, da lang. Da, 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 da. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Und ich, ja, das Skelett habe ich echt nicht vermisst. Ah, da ist aber ein Haufen. Bisschen ausweichen. Danke, macht keinen Spaß. Aber für die Rosen komme ich doch gerne. So, für die hat es sich doch jetzt gelohnt, hierher zu kommen. So, einmal schnappen. Ah. So, hier war ich heute leider auch noch nicht. Deswegen, ach, das Skelett. Naja, ich schau immer, wenn es schießt. Ah, ich dachte, es schießt. Gut. Rosen mitnehmen und abhauen. So, hier auch noch mehr Rosen. Rosen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er mich schubst. Ja, genau sowas habe ich jetzt erwartet. Ja, sowas habe ich auch erwartet. Ja, super, aus rein. Hauptsache, ich habe meine Rosen. So. Frage unter Kontrolle. Ich höre ein Skelett. Ah, bin ich gerade nicht so Fan von. Geht echt steil runter da. Okay. Einfach mal hier drüber die Flucht ergreifen und wieder nach unten. Oh, jetzt kann ich abkürzen. Ach, gut, dass ich nicht gesprungen bin. Ich wäre vorhin die Steine reingeflogen. So, okay. Moment mal, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Den Block hier um 1 kürzer. Den Sprung schaffe ich da, oder? Oh ja, waren nur 4 Herzen. Das ist ja, das ist vertretbar. Das ist okay. Das war ja Adrenalinkick. Lass mal ein bisschen nach oben. Cool. Wie viel habe ich? 28 rote Farbe. Okay. Damit kann man arbeiten. Sehr stark. Dann schaue ich mal parallel auch so ein bisschen in Chat mit rein. Dann willkommen auch wieder an alle, die neu dabei sind. Genau. Zum Stream ist doch nie jemand zu spät. Läuft ja auch einfach nicht so lange und alles. Also einfach immer gerne reinschalten. Fragen immer gerne einfach losschießen. So, genau. Ah, jetzt habe ich es gerade noch gesehen. Ist aktuell noch die Offline-Welt. Weil die Frage da gerade noch oben steht. Aber der Plan steht. Ja, spätestens 2024 gibt's die Welt hier auch online. Immer regelmäßig geupdatet zum selber durchspielen. Und dann schaue ich mal, dass man das auch irgendwie so macht, dass man da mal ein paar Folgen irgendwas vielleicht zusammen macht. Irgendwas Cooles wird es da sicher geben. So, habe ich eine Schere bei? Nö, warum auch? Hätte ja vielleicht nur Sinn gemacht. So. Ah, die Frage für Fortnite-Folgen. Ja, das habe ich mich auch gefragt, wann ich das mal wieder machen könnte. Wäre aber jetzt eigentlich geplant. Also ich denke mal, ich versuche das Wochenende. Also Folge, Livestream und Folge werden gerade an einem Freitag aufgenommen, für alle, die das irgendwann mal anders schauen. Wäre mal so der Grobplan dieses Wochenende vielleicht, wenn das alles klappt. Zeitlich gedönste und so weiter. So, das hier da. Da, 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 da. Ich habe auch immer noch einen Livestream davon, wie ich meinen ersten Win mache. Und das ist nie hochgeladen worden. Das war... Habe ich aber aufgenommen. Das war ganz interessant. So, das ist hier so eine 3x3-Fläche.
Weiß gar nicht, ob das schon so reicht. Na, kann man dann auf jeden Fall auch wieder mit Community weiterspielen. Also das ist so offene Runden auf jeden Fall. Spinnauge kann man auch nichts draus machen. Wie ärgerlich. Er brennt doch irgendwas gerade ab. Ach, der Zombie da unten. Okay, ich finde den Leuchtturm nicht schlecht. Vielleicht nochmal ein paar Schichten obendrauf. So. 1, 2, 3. Und dann hier nochmal so eine weiße Schicht an Wolle obendrauf. So. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich diesen Leuchtturm bauen möchte. Na, da geht mir auf jeden Fall die Wolle aus. Ah, da kann ich das mal hier wegtun. Weil die ganze weiße Wolle, die ich hatte. Einfach ein bisschen. Oh, da gefallen. Ein bisschen Orientierung zu haben. Ja, das, wenn man sich das jetzt noch gut vorstellt, vielleicht nochmal so eine Schicht könnte sein. Einmal von hier hinten anschauen. Ja, es ist dieses Grobgestell für den Leuchtturm. Hm. Ist aber nett. Ja, gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall. So, die Steine sind hier auch parallel fertig geworden. Ja. Sehr schön, sehr schön. Habe ich hier habe ich auch noch so eine Riesenfläche, wo ich noch gar keinen Schimmer habe im Ansatz, was ich daraus mache. Ich glaube aber, dass hier die Erde weggehen muss. Und dann kann ich da weiter drum bauen. Ja, das ist hier mit dem Loch. Okay, ja, das ist ein bisschen doof. Versuchen wir hier so. Ja, und dann hier so auch. Ja, und dann weiß ich aber noch nicht, wie ich das hier dann umsetze. Ja, aber das muss auch noch alles weg. Ah, ja. Immer wieder große Projekte. Ja, aber dann ja auch alles so. Habe ich da unten das auch wieder? Ja, das ist etwas zeitintensiv, aber glaube ich alles machbar. Ich glaube, es ist machbar. Es dauert einfach nur. So, und man braucht eine Schaufel. Das ist immer von Vorteil, wenn man eine hat. Sehr stark. Hoppala. So. Baue ich mal kurz parallel hier so. Das klappt auch. Jawohl. Ja, hübsch. Gut. Aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein, wenn die ganzen Geschichten hier weitergebaut werden. Bis dahin. Ciao, ciao.